Liebe Community, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von GTA 5 LSPDFR. Es ist schon ein bisschen was her, dass wir zuletzt mal diese Polizeimod gespielt haben. Über 100 Folgen gibt es inzwischen in der Playlist unter diesem Video. Ob es Flugzeugabstürze, Überfälle, Autounfälle, Verfolgungsjagden, irgendwelche Stars, die am Ausrasten sind, Amokfahrten oder sonst was ist. Ihr könnt das alles unter diesem Video in der Playlist gucken, also zieht euch rein. Und in dieser Folge werden wir einfach mal nach längerer Zeit hier im verschneiten Los Santos zur Arbeit gehen und einfach mal wieder das tun, was wir immer getan haben. Wir lassen das Ganze auf uns wirken und gucken, was passiert. Vorab, dieses Let's Play wird weiterhin alle zwei Tage kommen, ja, also es kann auch sein, dass mal was ausfällt, deswegen Twitter und Facebook unbedingt im Auge haben, ist unter diesem Video verlinkt, aber jetzt geht's erstmal los, ich bin ein bisschen hell in der Facecam, egal, jetzt geht's erstmal los hier mit dem wunderschönen Michael im verschneiten Los Santos, ja, ihr seht schon, da muss man wirklich, boah, es ist kalt, ist ja auch draußen kalt, ne, bei euch sicherlich auch gerade. Und ich werde das natürlich wieder in den nächsten Tagen so machen, dass wir nach und nach neue Polizeiautos reinhauen und sonst was. Maps, wie zum Beispiel den Flugzeugabsturz, fandet ihr ja mega cool. Oder Kampfjets oder was weiß ich. Also gibt es ja einiges. Und ja, ich freue mich. Ich freue mich mal wieder das zu spielen, weil ich wollte es eigentlich schon früher machen. Das Problem war, die Seite der Mod, die war einfach down. Ja, und deswegen ging es nicht mehr. Okay, wir brauchen erstmal ein Officer und wir machen das. Oh, ich habe ein E-Mail-Programm auf. Es tut mir leid, Leute, sorry. Das ist ein altbewährter Easter Egg in meinen Aufnahmen, dass ich mein E-Mail-Programm immer auf habe. Ich werde den in der nächsten Aufnahme schließen. Die nächste Folge, wie gesagt, übermorgen. Hier auf dem Kanal, wenn ihr wollt, ne, könnt ihr einschalten. Und ich würde mich auch freuen, wenn ihr das Video bewertet. Wenn ihr sagt, geil, dann macht ein positives Däumchen hoch. Wenn nicht, dann könnt ihr das natürlich auch lassen. Das ist vollkommen euch überlassen. Ja? Ich würde mich nur freuen, weil ihr unterstützt mich damit. So, press enter to close. Okay, also, wir haben wieder ganz viele Mods am Start. Ihr seht es links hier in der, also da, hier drüben. Ja, das muss gerade alles mal laden. Es sind verschiedene Aufträge. Ja, wir müssen ein paar Details noch aktualisieren, sehe ich gerade. Aber wir sind jetzt hier in, boah, das sieht mega cool aus mit dem Schnee, ne? Wenn man mal hier so schaut. Alter, ich mag das voll. Wir sind jetzt hier in der City wieder unterwegs. In der City. Auf Blinding Lights. Und wir gucken einfach mal, also in GTA 5 LSPDFR machen wir eigentlich nie etwas nach Skript, sondern wir gucken einfach, was passiert. Und so soll es ja auch sein, ne? So, gerade. Okay. Da ist irgendeine, was ist das für eine Sprache, ist das Französisch? Da drüben ist irgendwie ein Anschlag oder sowas. Ja, man soll ganz, ganz vorsichtig hinfahren, weil da auch Passanten sind, die da vielleicht verletzt werden. Okay, wir nähern uns ganz, ganz vorsichtig. Ganz, ganz vorsichtig. So. Ich fahre ganz vorsichtig darüber. Oh, ja, da müssen wir noch einen Bogen fahren. So, ich möchte jetzt mein Polizeiauto ungern crashen. Deswegen, wir machen es mit Gefühl. Und die Community von GTA 5, die wünscht sich ja weiterhin für GTA Online Polizei-DLC. Ich hoffe, dass Rockstar Games das irgendwann mal einfügt. Mit so einer eigenen Wache und sowas. Vielleicht so ein extra Modus, weil in der Beta von GTA Online, die damals nur für Entwickler zugänglich war, da gab es tatsächlich die Möglichkeit, die Polizei auszustellen. Ja, so ein Cops and Robbers-Modus, ähnlich wie in GTA 4. Und jetzt ist es so, es gibt sogar jetzt eine Mod bald, da kann man nach... Es tut mir leid, wenn man irgendwo kann. Da kann man nach Liberty City reisen, das werden wir auch spielen. Also freut euch drauf, da gibt es dann einiges zu... Oh, Vorsicht. Boah, der Schnee, wie rutschig es ist. Ja, aber egal. Boah, wir müssen da echt einen Bogen fahren, weil das Problem ist, das ist echt komisch zu erreichen, die Stelle. Das ist auch irgendwie unterirdisch, ne, da unten. Kann das sein, dass das da bei dem Kanal wieder ist? Warte mal. Es sind auch alles neue Aufträge, die ich selber noch nicht gespielt habe. Also ich habe jetzt, glaube ich, 2 Monate Pause von LSPDFR gemacht, oder 3 sogar. Und deswegen, ich muss da jetzt erstmal wieder reinkommen. Ja, wie kommen wir denn am besten? Ich nehme mal die Abkürzung hier durch. Wir sind ja von der Polizei, wir dürfen das, ja. Ne, hier am Busbahnhof. Sehr schwer hinzukommen. Warte mal, ich mache das ganz einfach. Wir nehmen den schnellsten Weg. So, okay. Wir müssen da hoch, siehst du? Ich habe es gewusst. Wir müssen da hochfahren. Das ist das Problem. Okay, achso, wir müssen einfach nur außenrum eben fahren. Ja, ich wollte mein Polizeiauto nicht kaputt machen. Hammer. Ich wollte auch so eine Mini-Challenge mal machen. Gucken, wie lange ich es schaffe, GTA 5 LSPDFR zu spielen, ohne zu sterben. Wir können auch durch den Tunnel fahren. Also das heißt, ohne dass ich drauf gehe bei einem Einsatz. Oder dass wir zumindest auch Einsätze friedlich lösen können. Ja, dass wir wenig Todesopfer zu vermelden haben. Also mal gucken, ob wir das hinkriegen. Das wäre nämlich super schön. So, wie fahren wir denn jetzt? Jetzt müssen wir hier hoch. Genau. Wir entfernen uns eigentlich mal mehr, ne? Hm.
Ah, genau, jetzt hier rum. Vorsicht, jetzt habe ich das Auto schon kaputt. Ja, was macht denn der? Oh, der ist tot. Habe ich nichts mehr zu tun. Lalalala. Ja, die Polizei braucht heute ein bisschen länger zum Einsatz. Aber ich wollte euch ja sowieso ein paar Sachen erklären. Aber die habe ich jetzt alle erklärt, ne? Das brauche ich in den nächsten Folgen dann nicht machen. Und immer wenn Leute in den Kommentaren fragen, könnt ihr diese beantworten. Alle zwei Tage, immer um, ich weiß gar nicht, 16.30 Uhr oder 17.30 Uhr, irgendwie sowas. Einfach den Channel dann im Auge haben. Und immer, ah, jetzt hier, wir haben es geschafft. Boah, Alter, Alter! Raus, 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 raus! So, wir haben es geschafft. Ey, tut mir leid wegen meinem E-Mail-Programm. Das ist jetzt auch schlimm, dass ich jetzt auf einmal so viele E-Mails kriege. Okay, ich hol mal SWAT. Ja, wo ist meine Pistole? Charlie 4, roger that. We're in the area. Copy, that's a code 2 on our way. Wurde er umgefahren? Was macht der da? Okay, die Verstärkung kommt. Wo ist der? Ergibt er sich oder? Okay, der ergibt sich nicht. Wir mussten leider handeln, Leute. Was ist das hier? Oh, eine Flasche. Okay, wir müssen dringend diese Autobahn sperren. Vorsicht! Polizeieinsatz. Zack, nicht mehr weiterfahren. Bitte fahren Sie nicht mehr weiter. Bitte fahren Sie nicht weiter, habe ich gesagt. Mein Gott, wo sind wir denn hier? Wenn der Officer sagt, stehen bleiben. Okay, wir brauchen dringend einen Krankenwagen. So, aber die Verstärkung kam relativ schnell. So, da hinten müssen wir gleich zu den Zeugen noch hin. Was ist mit dem hier, ey? Wir können irgendwie auch Buddies eigentlich wegziehen, ne? Aber es geht hier nicht, oder? Warte, müssen wir dir die Hand? Ich habe nämlich... Was steht denn da immer? Es geht irgendwie. Ah, aber der will es nicht machen. Boah, hier bricht ja Chaos aus. Okay, Krankenwagen ist da. Natürlich gut, wenn die den jetzt wiederbeleben könnten. Dann hätten wir den Terror... Den Amokläufer hier im Visier. Und können den direkt festnehmen. Okay. Aber da drüben müssen wir noch rüber. Da sind ja noch mehr Icons. Na? Pisswasser-T-Shirt hat er an. Boah, der sieht nicht glücklich aus, der Kollege. Wie sieht's aus, Kollege? Komm. Okay. Okay, das sieht gut aus. Ah, das ist schon eine Blutlache, ne? Okay, wir brauchen dringend, Boah, was ist denn hier los? Alter! Ja, die fahren einfach durch die Absperrung. Sagen Sie, junge Dame, haben Sie einen Schaden? Junger Mann, Alter, der fährt Polizist an. Bist du denn verrückt? Stehen bleiben. Du kannst doch die Polizisten anfahren. Ja, was ist denn hier los? Okay. Boah. Was machen die denn hier? Wir brauchen mehr Gerichtsmediziner. So, okay, die Kollegen übernehmen. Wir hauen mal ab hier. Meine Güte, wo ist mein Polizeiauto? So, wir müssen noch... Krankenwagen... Ey, hier bricht einfach voll das Chaos aus. Okay. Hier sind aber noch Leute. Guck mal, da müssen wir noch hin. Einsteigen, bitte. Alter Schwede. Drehen alle am Rad. So, den Mann lassen wir mal hier, weil wir ganz kurz darüber zu den Zeugen noch müssen. Jeez. Mitten auf der Autobahn dreht er am Rad, der Mann. Was ist denn da los? Man weiß nicht. Boah. So, warte mal. Okay. Da sind jetzt irgendwo Zeugen. Da ist der Killer. Boah, dieser Schnee, ne? Man rutscht hier echt. Alto. Alto, Alto. Man rutscht hier echt über die ganze Map. So, hier sind jetzt irgendwo Menschen. Oh, hier. What the fuck? Die sind alles Todesopfer, guck mal. Ja, was ist denn das für eine Sprache, Alter? Ich hab keine Ahnung. Wir brauchen. Warte mal. Wir können ja irgendwie die Straße hier sperren, ne? So, close. Okay. So, jetzt brauchen wir erstmal. Noch ein Krankenwagen dringend. Mehrere. Zentrale, Zentrale, wir schicken den Krankenwagen. Alter, was ist denn hier los? Aber keine Blutlachen, wer ist das hier? Hallo. Sava. Ich hab keine Ahnung. Okay. Numpad 3. Ja, ich hab einen. Ah! Da oben fällt ein Krankenwagen runter. Ich hab einen Krankenwagen gefordert. Vielleicht kann er ja die hier wiederbeleben. Das wäre so schön. Komm, 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 komm. Wir könnten die Leute retten. Okay, wir kümmern uns drum. Los, Männers. Ran an die Buletten. So, guck mal nach. Okay. Damn, what's going on, bitches? Oh, hell. Oh, brauchen wir schon einen Gerichtsmediziner. Ich fordere mal sicherheitshalber einen Gerichtsmediziner an. Dann geht das nämlich alles hier schneller. Nein. So, okay, einen, den können wir schon mal wieder nicht beleben. Geil. Wie sieht es hier aus? Die Lichter aus. Also, ich möchte nicht.
nicht auch sehr unvorteilhaft. Der Alter, hier ist keine Durchfahrt. Steigen Sie bitte aus. Junger Mann. Hier ist keine Durchfahrt. Bleiben Sie jetzt mal hier stehen. Ich will Ihnen ja nichts tun, aber... Okay, da wurde jemand wiederbelebt. Aber die anderen... Da mal geht's hier gut. Soll ich einen Krankenwagen rufen? Warte mal, kann er irgendwie einen Krankenwagen... ein Taxi rufen oder so, ne? Ne, das ist was anderes. Das ist ein Mod-Menü. Ah. Hä, was ist denn das? Ja, oh Mann, guck mal hier. Bla, 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 bla. Kann ich irgendwas platzieren oder was? Ne, will ich aber nicht. Raus da. So. Ich will dieses Menü hier schließen. Zack. Warte mal, kann... Oh, wie ging das nochmal? Kann es sein, dass das weg ist? Junge Dame, geht's Ihnen gut? Ask for ID. Geben Sie mal Ihre ID. Okay, der Gerichtsmediziner ist mal wieder irgendwo. Okay, wir überprüfen die Dame mal. Alexis Dusk. Nicht, dass mit der Mr. Dusk irgendwas ist. Okay, die soll mal nach Hause gehen. Ich gebe dir mal einfach eine Verwarnung. Ah, nein, ich wollte einfach eine Verwarnung. Jetzt schreibe ich einem Opfer eines Anschlags eine Strafzettel. Du kannst gehen. Guck mal, hier habe ich voll den Pickel. Seht ihr das? Mann, Mann, Mann. Okay. Machen wir, junge Dame. Nächstes Mal bitte nicht auf die Autobahn gehen. Ja? So, geht ihr jetzt weg? Okay, ich glaube, wir haben den Einsatz erledigt, ne? Was ist hier? Wie soll ich mit... Wir sind mal ihre ID. Right, okay, die überprüfen wir auch noch. Riley Walkers. So. Kommt nichts. Habe ich falsch eingegeben wahrscheinlich. Ey, wir brauchen dringend einen Gerichtsmediziner. Wo ist denn der? Wir haben hier Todesopfer. Guck mal. Der spawnt halt immer da hinten. Guck mal, der fährt jetzt da hinten lang. Okay, wir machen mal die Straße hier wieder frei. Damit hier der Verkehr... Ja, die Leiche liegt halt da. Da können wir nicht die Autos durchfahren lassen. Problem. Aber, hä? Da sitzt einfach hier... Wo kommt der denn her? Wer macht denn einen schönen Tag? Okay, das Problem ist, der Gerichtsmediziner kann ja nicht hinkommen. Scheiße. Jetzt haben wir ein Problem. Naja. Das Ding ist, ich kann halt diesen Einsatz nicht beenden, solange der Gerichtsmediziner nicht kommt. Kann man nichts machen? Krankenwagen droppen oder so? Du, Alter, geh mal weg jetzt hier. Ey. LSPD, hands up! Hau ab. Nicht über die Autobahn. Alter. Oh, jetzt ist der Krankenwagen wieder da. Okay, warte mal, der guckt sich das jetzt aber an, dass es einfach die Mission ist gefreezed dadurch. Können wir das nicht weitermachen? Was macht er jetzt? Es regnet jetzt auch noch. Alter. Warte mal, den müssen wir hier abschleppen lassen. Er kann ja nicht einfach hier stehen. So. Ihr seht schon, wir haben alle Hände wieder voll zu tun. Guck mal hier. Ala, ich bin eine Madame. Eine Madame, die wunderschönen Rennen kann. Na, was ist jetzt hier los? Hey. Ich hau jetzt aber ab hier, komm. Ihr macht das schon. Der Abschlepper kommt. Nein, warte mal. Ist das die Gerichtsmediziner? Doch, das ist die Gerichtsmediziner, oder? Nee. Ja, wo ist denn jetzt das Auto? So. Nee. Ich will das eigentlich auflösen. So, okay. Ja. Das Problem ist, wir können jetzt den Einsatz nicht beenden. Aua! Alter! Weil wir in einem anderen Einsatz hängen. Seht ihr mal. Oi, Yolo. Vorsicht. Okay, wir machen mal hier die Straße frei. Aber ihr seht schon, LSPDFR ist zurück, zeigt sich wieder auf seiner besten Seite, ja. Das Problem ist natürlich, dass dieses Fahrzeug, dieser Einsatz jetzt komplett deplatziert war, aufgrund der Tatsache, dass das mitten am Autobahnnetz ist und da kann halt, ja, kann man nicht einfach so hinfahren. Aber ich zeige euch noch was ganz cool ist, damit ihr auch seht, dass wir das was Produktives machen. Ihr seht ja hier, ist so ein Symbol. Ich habe das schon mal gezeigt, aber das wurde jetzt nochmal weiterentwickelt. Also man kann ja einen Partner in GTA 5 LSPDFR haben. Oder eben auch so ein Hund. Ja, lasst euch die Kommentare. Und ihr wisst ja, damals habe ich den Hund den Currywurst genannt. Der ist dann allerdings gestorben. Ja. Und deswegen müssen wir uns überlegen, wie sollen wir den Hund jetzt nennen? Schreibt doch mal einen Namen in die Kommentare und warum auch. Wir brauchen eine kleine Geschichte, wo er herkommt oder sowas. Lasst es mich gerne unter diesem Video wissen. Ich hau einfach ganz unauffällig ab. Das war ein Verkehrsunfall. Haben wir nichts mit zu tun, weil wir sind ja Polizisten. So, ich zeige euch das aber eben noch. Ja, damit ihr auch seht, dass das tatsächlich geht. Boah, Vorsicht. Und die nächste Folge LSPDFR gibt es dann übermorgen schon. Hier auf dem Channel. Das ist doch geil, oder? So, alle zwei Tage einfach. Immer nachmittags. So, hier, dann müssen wir zur Hauptwache praktisch hier, ne? Können wir mal im Tier parken. Okay. Dieser Schneeregen, ey. Boah.
gönnst du keinen, ne? So, guck mal, gehen wir hier rein. Und da, ja, Mate, was geht? Und dann könnt ihr hier reingehen. Genau, ich glaube, die ganze Wache ist jetzt offen. So, und dann ist hier irgendwo die Möglichkeit, einen Partner zu erstellen. Pass auf, ich zeige euch das mal. Ich weiß nicht, ob das funktionieren wird. Ich mache einfach mal Bob. Ja, den kennen wir ja noch. Beach. Oh, das ging auch nicht. Das ist neu. So, zack. Was können wir denn hier machen? Ja, Schutzweste. So, machen wir jetzt mal hier. Bestätigen. Wir haben einen Partner. Hier, da ist er. Guck mal. Den haben wir jetzt geplaced und der verfolgt uns jetzt die ganze Zeit. Und der hat einen guten Tag. Ne? So. Und wir können jetzt natürlich... Ich weiß gar nicht, ob man auch hingehen... Ne, genau. Man kann entweder einen Partner oder einen Hund nehmen. So, und wie soll man den Partner... Das ist Bob. Also Bob können wir nicht ersetzen. Und Bob und ich, wir werden in der nächsten Folge dann auf Streife gehen. Die Folge seht ihr dann übermorgen. Wie gesagt, wer jetzt sagt, ey, ja, nach so einer langen Zeit so eine blöde Folge. Keine Sorge. Die nächste Folge wird umso besser. Ist ja halt ein Buckets, ne? Und ihr könnt, wenn ihr möchtet, wie gesagt, unter diesem Video die Playlist öffnen. Da findet ihr super viele LSPDFR-Folgen. Könnt ihr eigentlich 2-3 Tage mit verbringen. Deswegen macht's gut, Leute. Und ich wünsche euch was. Tschüss.